Servus! Ich bin auf dem Weg nach Unterheid, weil ich heute die Roadglide vom Nils zum Kundendienst bringe. Und auch heute werde ich mir einen der Vorführer aussuchen und den mal ein bisschen testen. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt dran, denn nach dem Intro geht's weiter. So, wie ihr seht, habe ich ein Leihfahrzeug bekommen und heute fahre ich die neue Sportster S. Ich bin gespannt, vor allem weil sie da vorne, ich mache mal den Visier zu, dann hört man mich besser. Ich bin gespannt, vor allem weil die ja diesen unglaublich fetten Reifen vorne hat. Und deswegen lassen wir uns mal überraschen. Was mir jetzt schon aufgefallen ist, die ist so leicht. Da kommst du dir vor wie auf dem Fahrrad. Also, schauen wir mal. Also ein Bike zum gemütlichen Dahincruisen ist das ja nun nicht. Das Ding will und es lockt dich. Alter. Mit dem Ding kannst du mal ja in die Fränkische Schweiz hoch. Dann kannst man ein paar richtig geile Kurven kratzen. Ne? Wow. Du sitzt auf der aber auch wie so auf so einem Naked Bike. Die Füße hast du zwar vorne, aber irgendwie bist du trotzdem nach vorne gelehnt. Also, wenn dich die nicht reizt, mal die ein oder andere Kurve ein bisschen schneller zu nehmen, dann weiß ich auch nicht. Natürlich machen wir das nicht, ne? Wir sind ja alle vernünftig. So als Funbike. Okay, genug. Und der Sound, wahrscheinlich hört man ihn nicht durch das Mikrofon, aber der Sound, wow. Okay, es ist eine Jackel drauf, aber diese Jackel auf dem Bike, eine perfekte Mischung. Hört ihr das, wie das da hinten bollert? Krass. Würde ich mal sagen, stellen wir noch mal auf Sport und los geht's. Wahnsinn. Wie kann eine Harley Davidson so einen extremen Bums haben? Also ich muss ja wirklich sagen, ich hatte zuerst Bedenken wegen diesem riesengroßen, fetten Reifen da vorne. Ich habe wirklich gedacht, mit diesen fetten Reifen wird sie sich nicht besonders gut fahren. Sie wird sich schlecht in den Kurven fahren. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Du merkst die Größe der Reifen überhaupt nicht. Die kannst du in die Kurve legen. Unglaublich. Also bin wieder mal schwer beeindruckt. Und ja, ich bin auch von diesem Motorrad sehr begeistert. Die Power, die hinter diesem Bibi hier steckt, die hat mich überrascht. Es ist das eine, ist zu lesen und Testberichte anzugucken oder sich mit anderen zu unterhalten, die das Motorrad schon vor dir gefahren sind, weil halt auch jeder ein Motorrad anders empfindet. Jeder empfindet eine
schnelle Beschleunigung anders. Für den einen ist das eine schnell, der andere denkt sich, naja gut. Aber deswegen bin ich immer ein Fan von selber fahren, selber testen und eigene Meinung bilden. Und genau das tue ich gerade. Und wie gesagt, wenn man die auf Sport stellt, ist das eine Rakete. Wenn man die normal, so wie jetzt hier, auf Straße fährt, fährt die sich immer noch unfassbar genial. Aber im Sportmodus ist er halt nochmal eine andere Hausnummer. Ich bin positiv überrascht. Ich hatte selber mal eine Sporty, die 48. Als Zweitbike, so, na, um mal ein Eis essen zu gehen. Lange Fahrten konntest du mit der nicht machen. Mit der kann ich mir schon etwas längere Fahrten vorstellen, weil der Sitz auch ziemlich bequem ist. Wobei, sowas kristallisiert sich ja auch immer erst relativ spät nach ein paar, keine Ahnung, 100 Kilometern raus, ob ein Sitz wirklich bequem ist oder nicht. Aber die hier wirkt erstmal von der Sitzposition her sehr angenehm. Wie gesagt, den Reifen merkst du nicht. Also da muss ich echt sagen, wirklich gute Arbeit, Harley. Top. Dieser Reifen wurde nämlich, ich muss nachher mal gucken, welche Marke das ist, das weiß ich jetzt gerade nicht, speziell für dieses Motorrad entwickelt und wirklich gute Arbeit, also tipptopp. Also ein rundum gelungenes Bike mit einem riesengroßen Fun-Faktor. Für große Urlaubstouren oder lange Tagesfahrten, naja, wage ich es zu bezweifeln. Allerdings müsste man es erstmal testen, um zu sagen, wie fühlt man sich auf diesem Motorrad. Boah. Nach 500 Kilometern. Allerdings merkt ihr jetzt auch schon, sie ist steinhart. Muss sie wahrscheinlich auch sein, damit sie so aggressiv gefahren werden kann. Aber du merkst, hier holpert's und polpert's. Man merkt es ja wahrscheinlich an meiner Stimme. Also dieses Bike ist knüppelhart. Aber macht Spaß. So, dann schauen wir uns die Sportster S doch mal etwas genauer. Ich habe ja vorhin gesagt, sie ist steinhart, ist sie auch, aber mit dem Ding hier kann man die Federspannung einstellen. Das heißt, man könnte sie theoretisch auch ein bisschen weicher machen. Schauen wir uns doch mal den Reifen vorne an. Ist das nicht ein Klotz von einem Vorderreifen? Na, schauen wir uns mal die Größe an. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Hier. Kann man es lesen? Es ist ein 160er Schlappen vorne. Und wie gesagt, obwohl ich gedacht habe, 160 fährt sich schlecht, hat mich dieses Motorrad eines Besseren belehrt, denn sie liegt unglaublich gut in den Kurven. Sie fährt sich wirklich, wirklich toll. Eher wie ein sportliches Motorrad. Aber sie macht richtig Spaß. Und der neue Revolution Max Motor ist tatsächlich Geschmackssache. Technisch kann er ganz schön viel. Also Power hat er, auch in der Pan America hat er mich ja schon überzeugt. Wenn man den Milwaukee 8 von der Optik her mag, dann wird man diese moderne Optik wahrscheinlich jetzt nicht so mögen. Aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. An sich ein wirklich, wirklich gelungener Motor. Mega. Und dieses Bike hat die Jekyll in Hyde Auspuffanlage bekommen. Hört sich soundtechnisch
absolut Wahnsinn an. Ich finde ja, wenn du das Cockpit mal hier anguckst, wenn du die Maschine startest, das sieht schon sehr geil aus, ne? Also, was kann man zu dem Bike sagen? Harley hat da was ziemlich Cooles auf die Beine gestellt. Das Ding überzeugt als Funbike absolut. Als Reisemaschine würde ich jetzt sagen, für mich eher nicht. Aber sie macht Spaß, sie sieht ganz cool aus. Und sie hat Power ohne Ende. Technisch kann sie auch was. Würde sagen, gut gemacht. Feels like time is going faster than it seems. We were just two kids who were trying to live the teenage dream. We could see no reason, but we should ever try to go to sleep. Said we'd be young forever. You taught me how to love, and nothing could be better than you and me. You and me, baby, it was you and me. We could never fall, but nobody could break us. Yeah, I thought we had it all. Take me back to when it was you and me. Also, was ich gerade entdeckt habe, ist hier der Tempomat. Normalerweise haben doch nur die größeren Modelle ein Tempomat. Aber anscheinend haben sie ja ganz schön was reingesteckt an Technik. An dieser Stelle möchte ich mich bei Bertels Harley Davidson Bamberg bedanken. Ich finde es mega, dass ihr mir heute die Sportster S ausgeliehen habt. Ist echt ein cooles Bike. Ich hatte einen Haufen Spaß. Vielen Dank. So, Freunde der gepflegten Benzingespräche. Das war's schon wieder für heute. Ich hatte einen Haufen Spaß mit der Sporty. Echt ein cooles Bike. Und jetzt fahren wir wieder zurück. Holen Nils Road Glide. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Schön, dass ihr mich auf meinen Probefahrten begleitet. Wäre schön, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr es ganz cool fandet, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch was und die Linke zum Gruß.